Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich mal wieder was mit euch auspacken. Hier packen wir zusammen ein Toshiba Notebook aus mit einem 17 Zoll, ja, von einer Größe von 17 Zoll. Und ja, Intel Core i5 Prozessor ist hier auch integriert. Ein Terabyte Festplatte, DVD-Brenner und eine Intel HD Graphic 4400. Ja, ich habe jetzt diesen Kollegen leider nicht ganz zu Linux überzeugen können. Er möchte Windows 8 als Hauptbetriebssystem und parallel eine Linux-Welt installiert haben mit einem Multi-Boot-System, was ich ihm dann vorbereite. Und ja, das werde ich alles für ihn tun. Und er möchte sich Linux erstmal anschauen. Ihr seht jetzt im Hintergrund, wie klein das Netzteil zu diesem Notebook ist. Hier waren die Kosten auch bei der Firma One 579 Euro. Also mit Nachnahmegebühr und Post kommen wir circa auf 610, 615 Euro. Und das Gerät hat 2 Jahre Garantie. In dem Preis ist noch ein ganzer Jahr Kaspersky Internet Security Schutz drin. Der war eben, wurde noch dazu gebucht, eben nach Kosten des Systems 579 Euro. Ihr findet dieses Notebook auch auf dieser Seite ohne Betriebssystem. Das wird auch ohne Probleme natürlich mit Linux laufen. Deswegen auch dieses Video. Ihr seht einfach, dass bei Notebooks in dieser Preisklasse die Verpackung, ja, sag ich mal, jetzt nicht zu vergleichen ist wie jetzt mit Alienware oder einem Apple-Computer. Aber Hauptsache, das Notebook ist geschützt. Wenn ich mir noch genauso anschaue, was für ein Intel Core i5-Prozessor da drin ist, ist der 4200U. Mit 2x1,6 GHz und im Turbo-Modus dann 2x2,6. Ihr seht, HDMI, USB 3.0, VGA-Ausgang ist alles vorhanden. Vorne SD-Card-Reader-Fach auf der anderen Seite. Es ist so genippelte Oberfläche, fühlt sich eigentlich nicht mal so schlecht an. Kensington-Schloss, dann habt ihr dort noch Power und nochmal eine USB 2.0-Schnittstelle. Plus das DVD-Laufwerk. Ich mache mal jetzt das Notebook auf und ihr seht einfach für die Preisklasse relativ vernünftig verarbeitet, wirklich nicht schlecht. Und ja, dass ich jetzt hier gemerkt habe, ist einfach, da ist noch so eine Folie und dahinter verstecken sich so zwei Lautsprecher. Wenn ihr Fragen habt, kann ich natürlich gerne zu den Lautsprechern auch noch mal ein ausführliches Video machen. Hier sind verbaut eben eine 1 Terabyte SATA-Platte mit 5400 Umdrehungen. Die Tastatur hat einen vernünftigen Druckpunkt, gibt ein bisschen nach, aber ist auch noch okay. Hier das Touchpad ist auch nicht schlecht. Ja, bisschen mehr reinzoomen, dass ihr so ein bisschen den Eindruck kriegt von dem Gerät. Ja, 600 Euro sind jetzt auch nicht gerade wenig, ja. Also, ja, nochmal ein paar Fotos von beiden Seiten, auch von allen Seiten besser gesagt. Ja, ist eine Empfehlung, wenn ihr das Budget habt und die 600 Euro, ein Allround-Notebook und dann noch Linux drauf am besten. Und schon seid ihr auf der sicheren Seite und habt eine schnelle und leistungsstarke Rechenmaschine auf eurem Tisch. So, ich hoffe, bis zum nächsten Video und ihr seid auch dabei. Wir sehen uns.